Ja, ich habe also quasi ein Handy-Akku für dich gekauft, und zwar in einem Geschäft, Billiggeschäft für Handy-Akkus. Ja, du bringst immer mehr durcheinander. Eve-Marie, du bist schwachsinnig. Es ist so schwer, im Schwachsinnigen begreifbar zu machen, dass er schwachsinnig ist. Das ist unglaublich schwierig. Glaubst du, dass du wegen deiner Schönheit von den Männern da in der Gegend rumgefahren wirst? Hm? Für deine Schönheit. Der Vater sollte beklaut werden, und du checkst es nicht mehr. Im Grunde sind ja Augsburger zu allem fähig. Aber Opa Wilfried, ach der Friedel, ja, der war ja noch weg, wie die meisten Männer. Und Frau Schlüter? Die? Das Mistvieh. Der Heiner hat mir so viel schöne Sachen gesagt. Eben Sachen, die man gerne hört als Frau. Och, ich hab mich gefühlt wie ein Backfisch den ganzen Sommer. Und dann? Dann hat er die gleichen schönen Sachen zu Irene gesagt. Ganz schöne Sachen hat er zu mir gesagt. Dass ich so schön wie eine frisch gemähte Wiese im Mai. Schreiben Sie das. So schön wie eine frisch gemähte. Frau Schlüter, eigentlich muss ich nur wissen, was genau damals passiert ist. Sie müssen nichts sagen. Aber wenn er doch fragt. Sie haben ein Zeugnisverweigerungsrecht. Oh, Zeugnisverweigerungsrecht, das hätte ich in der Schule gebrauchen können. Und du warst wütend. Wütend? Am liebsten hätte ich ihn. Aber dann. Was dann? Dann stand Irene eines Tages vor mir. Ganz verheult. Hat er sie auch sitzen lassen? Nee, das konnte er nicht mehr. Mausetot lag er da. Keinen Mut hat er mir gemacht.
ihn zu Hedwig geschafft. Sie haben ihn umgebracht? Frau Schütte, wissen Sie, was Sie da sagen? Ja. Mit einem Leberwurstbrot. Frau Schütte hat Sumsum Heiner. Heiner. Mit einem Leberwurstbrot getötet? Das habe ich auch so verstanden. Wir hatten doch damals diese Mäuseplage. Und da habe ich ein Leberwurstbrot repariert. Mit Mausex. Ich wollte es in den Speicher legen. Aber dann fing es an zu regnen draußen. Und da bin ich raus, da fiel mir die Wäsche ein. Die war doch schon halb trocken. Und dann dachte ich, jetzt wird alles wieder nass. Und dann hatte Heiner das Brot gegessen. Woher wissen Sie das? Irene hatte den Heiner bei sich, im Bollerwagen. Ich habe gerade die Kartoffeln geerntet. Die haben doch alles Kartoffelacker. Du hast ihn in die Kartoffeln? Nein, nur in den Kartoffelacker. Haben Sie denn damals einen Arzt gerufen? Ihr Rollsturm? Was hätte er denn anders herausgefunden als ich? Tod ist tot. Und wo kein Puls ist, da ist auch kein Leben. Ganz friedlich lag er da, der Heiner. Nur ein bisschen blau, so wie so ein Schlumpf. Wie so ein Bettlaken. Ich habe blaue Bettwäsche. Blassblau. Ich musste doch fast alles alleine machen. Irene konnte mir nicht helfen in ihrem Zustand. Was denn für ein Zustand? Schwanger, genau. Das war doch alles nur ein schreckliches Versehen. Es war ein Unfall. Den Unfall hätte mir doch keiner geglaubt. Also ich schon und meine Kollegen von damals bestimmt auch. Nein. Wo der Heiner noch wieder zu Hedwig zurück wollte. Obwohl ich das Kind von ihm im Bauch hatte. Was? Und was ist aus dem Kind geworden? Ein Sänger. Er lebt in Hamburg. Thomas Müller-Schlüter. Kennst du nicht? Der kommt von hier? Und ob der von hier kommt. Das Talent hat er von Heiner und das Aussehen von Irene. Aber das war der letzte Gefallen, den ich ihr getan habe. Seitdem habe ich kein Wort mehr mit ihr gesprochen. Bis dieser verdammte Geier kam. Niemand hat gefragt, was aus Sumsum Heiner geworden ist? Doch, von einem, der dauernd Radio im Kopf hat. Dass er abgehauen ist, haben sie alle gedacht. Haben Sie noch eins? Danke. Später. Frau Schütte, ich fürchte, ich muss... Sie hatten ein Motiv. Wofür? Ihn umzubringen, wo er doch wieder zu Frau Holtkamp... Das wäre dann fahrlässige Tötung. So, also jetzt würde ich wirklich nichts mehr sagen. Verstehen Sie jetzt, warum ich damals nicht zur Polizei gegangen bin? Ja? Was? Gut, ich komme. Irene Schlüter hatte ein Motiv. Was denn für ein Motiv? Oma, ich... Kommen Sie mit? Ja, Moment. Ich habe das Recht zu erfahren, was da... Oma, jetzt sag ich mal nichts. Gold, die starke Wärmecreme gegen Rückenschmerzen. Fühlt sich erst so an. Und dann so. Finagon wärmt stark und wirkt bis tief in die Muskulatur. Finagon heizt ein, tut gut. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Für ein Wochenende. Hätte ich Frau Schlüter vielleicht doch in U-Haft nehmen sollen? Jetzt wird's wirklich die alte Geschichte. Ein Mann, zwei Frauen. Die hat ihn nicht umgebracht. Blau wie ein Schlumpf. Natürlich. Sofort zu Dr. Sturm. Meine Frau bringt mich um.
Ja, was soll's. Das ist der Fluch der guten Idee. Also wenn die wirklich Mausex genommen hat, ich muss den Pfund davon aufs Brot geschmiert haben für eine letale Dosis. Das Zeug ist doch damals vom Markt genommen worden, weil sogar die Mäuse überlebt haben. Ach so? Hat dieser Sumsumhainer auch Nachnamen? Keine Ahnung, den weiß keiner. Ja, der ist verrückt. Mein Vater hat er auch für verrückt in der Arktis. Ich müsste nur wissen, wo ich suchen soll. Nach deiner Beschreibung ist dieser Mann wahrscheinlich erstickt. Blassblaue Verfärbung, so siehst du aus, wenn du erstickt bist. Hm. Vielleicht war es ja auch ein anaphylaktischer Schock. Das gibt's nicht. Respekt, Papa. Sumsumhainer unter S, alte Schule. War er hier? Ja. Hier, wegen Wundpflege, wegen eines Projektils, Cortisonsalbe bekommen. Ach. Was denn? Der hatte eine Nussallergie. Das wird den Schock ausgelöst haben mit der Erstickungskonsequenz. Frau Peter, jetzt versuchen Sie sich doch noch mal zu erinnern. Was für ein Brot war das? Leberwurst. Das habe ich doch schon tausendmal gesagt. Ich meine nur das Brot. Welche Sorte war das? Schrot und Dinkel. Und Haselnuss, ganz frisch. Das war ein neues Rezept, das habe ich zum ersten Mal gebacken. Frau Schlüter, Sumsumhainer ist nicht an Mäusegift gestorben. Nicht? Nein. Er ist an ihrem Brot gestorben. Er hatte eine Nussallergie. Wussten Sie das gar nicht? Wie sieht's bei unserem Ampelcheck aus? Hier wird offensichtlich nur ein Lichtspiel. Wir haben jetzt eine Stunde mitgezählt und haben insgesamt 58 Fahrradfahrer dabei erwischt, wie sie bei Rot über die Ampel gefahren sind. Das ist dann doch wirklich schon eine Menge. Das heißt also fast jede Minute einer. Konzentration bitte erst bei Grün wieder in die Pedalen treten. Oh mein Gott, das ist ja wohl typisch Amerika hier. Ein Schönheitswettbewerb für kleine Kinder. Und glauben Sie mal nicht, dass die Spaß dabei haben. Die Eltern kämpfen mit allen Mitteln. He's invaded my space. I mean, we were here first. He's unserem Platz weg. Wir waren zuerst hier. Da braucht das ganze Zeug hier doch eh nicht. Die Eltern und die Kinder sind am Rande des Nervenzusammenbruchs beim Kampf ums Krönchen. Ich finde es unfassbar. Falsche Wimpern, falsche Zähne und falsches Lächeln. Dies ist eines der umstrittensten Schauspieler in den USA. Ein Schönheitswettbewerb für Kinder. Aufgerutscht und geschminkt wie Erwachsene. Selbst Kleinkinder werden von ihren Vätern und Müttern auf die Bühne gezerrt. In der Hoffnung auf die ganz große Showkarriere. Poppy muss gewinnen. Wenn die Jury fair ist, sind Poppys Chancen brillant. Wir sind hier, um zu gewinnen. So viel Zeit und Geld, wie wir schon investiert haben, lösen wir Edenwood ab. Edenwood, sie ist das Idol der Branche. Mit gerade mal 7 Jahren hat sie inzwischen alle wichtigen Schönheitswettbewerbe für Kinder in den USA gewonnen. Als Fernseh- und Werbestar verdient sie jetzt ein Vermögen. Die Aussicht auf viel Geld hat offenbar auch die Engländerin Sarah Birch in die USA gelockt. Mit dabei Tochter Poppy. Poppy wird Amerika im Sturm erobern. Sie wird die nächste Edenwood, der kommende Superstar. Sie müssen sie sich doch nur ansehen. Ich bin zuversichtlich, denn ich bin hier, um zu siegen. Sarah Birch, 51, in England berühmt-berüchtigt als menschliche Barbie. Mehr als 150 Beauty-OPs liegen hinter ihr. Längst spritzt Sarah sich ihr Botox regelmäßig selbst.
Was sollte daran falsch sein? Jeder will doch gut aussehen. Wenn man heute eine Umfrage machen würde, ob die Leute Schönheit oder Intelligenz vorziehen, würden die meisten sich fürs Aussehen entscheiden. So wie Ron Lyerly, exzentrischer Unternehmer. Viel Geld, ganz wenig Skrupel. Seit ihrem 9. Lebensmonat zerrt er Tochter Giovanna von einem Beauty-Contest zum anderen. That's what it's all about, performance. Hier geht's nur um Performance und Perfektion. Und das, ob sie will oder nicht. Mitleid und Verständnis, Fehlerzeige. Wer nicht hören will, muss fühlen. Schmerzhafte Liebe, so sieht's aus. Und das Schlimme daran, seine Frau Kelly unterstützt ihn auch noch. Wenn unsere Tochter hier nicht spurt, darf er ihr den Hintern versohlen. Kinder brauchen Disziplin. Der erste von drei Durchgängen steht an, während auf der Bühne die ersten Teilnehmer im Kampf um 4.000 Euro Preisgeld sämtliche Vorurteile bestätigen, gibt es hinter den Kulissen ein Problem, und zwar mit Giovannas Zähnen. Mama hat ja was falsch gemacht. Unglaublich, Zahnlücken und Milchzähne werden durch ein Gebiss verdeckt. Wie macht der Vampir? Geschminkt, gestylt und im Bühnenoutfit präsentiert Poppy ihre ganz eigene Choreografie. Damit hat sie bereits mehrere britische Wettbewerbe gewonnen. Hier aber sorgt sie allenfalls für Kopfschütteln. Zumindest bei Ron Lyerly. Das war bitter. Herzlich willkommen in der ersten Liga. Jetzt hat sie gesehen, worauf es in unserer Welt ankommt. Poppys einzige Chance zu gewinnen ist, wenn alle anderen Teilnehmer vor Ende des Wettbewerbs heimfahren. Poppy war sehr gut. Sie ist so einzigartig. Macht mich so stolz. Fragwürdige Mutter Nebel, die seit Jahren immer bizarrer wird. Im Alter von 6 Jahren wird Poppy zur Stangentänzerin ausgebildet. Mit 8 bekommt sie von ihrer Mutter einen Gutschein für 2 Schönheits-OPs im Wert von 16.000 Euro. Ein kleines Vermögen, mit dem andere Eltern ihren Nachwuchs das Studium finanzieren. Aber dies ist doch ihre Ausbildung an der Universität des Lebens. Jeder will doch schön aussehen, diese Form von Erfolg, mit ihr Preise über Preise einbringen und Unmengen von Geld. Unmengen von Geld bestimmen auch das Luxusleben von Ron Lyerly. Mit Immobilien ist er zum Multimillionär geworden. Reichtum, den er Unternehmerpass sehr gut investiert hat in die Karriereplanung für seine 6-jährige Tochter Giovanna. Zu Hause haben wir 4.000 Outfits. Alleine die 8 Teile, die wir heute dabei haben, liegen bei 5.000 Dollar. Und im Kampf um die Krone schreckt der ehrgeizige Millionär von nichts. Gar nichts. Wenn du auch das bravste Kind zum Ausflippen bringen willst, dann gib dem Mädchen neben ihr eine Barbie und sag: Oh, sorry, aber für dich habe ich jetzt keine. Dann gehst du weg und das Kind tickt aus. Es wird heulen und sich nicht so schnell wieder beruhigen lassen. Das Beste aber ist immer noch, ihnen Schokolade zu geben, kurz bevor sie auf die Bühne müssen. Am besten schon halb geschmolzen. Das hilft immer. Und auch Poppy fällt völlig ahnungslos darauf herein. Ich weiß genau, was du vorhast. Du willst ihre Zähne und das Make-up versauen, wenn sie gleich auftritt. Spuck's aus! Der ist doch gemeingefährlich! Hübsch siehst du aus. Spätestens jetzt ist klar, dass es weniger die Kinder sind, die hier gegeneinander antreten, als vielmehr ihre völlig karrierefixierten Eltern. Anders ist das Verhalten Ron Lyerlys nicht zu erklären, der nun nicht nur Poppy verunsichern, sondern darüber hinaus noch ihre Mutter provozieren will. Der Auftritt war übel, wirklich schlimm. Auf einer Skala von 1 bis 10 war das eine glatte 0. Schlecht, einfach nur abgrundtief schlecht. Lustig waren nur die Bewegungen, der Bühnentanz, das Geflatter. Dann verkündet die Jury das Ergebnis für Poppys Jahre. Die Gewinnerin in unserer Kategorie Beauty heißt Poppy. Glückwunsch! Sarah Birch ist völlig außer sich, so gut es eben geht. Sie hat Beauty gewonnen. Sie ist hübsch. Da ist es fast nebensächlich, dass Giovanna den Gesamtsieg sowie die 4.000 Euro Preisgeld ergattert. Poppy hat mit Beauty nur die drittwichtigste Kategorie gewonnen, Giovanna aber die wichtigste. Für uns ist das alles okay. Poppy war absolut brillant und ich bin so stolz auf sie. Jetzt werden wir die ganze Welt im Sturm erobern. So haben also sowohl Giovanna als auch Poppy gewonnen. Und doch auch wieder nicht. Denn ein Krönchen, wenn ihre Eltern dadurch noch mehr davon haben wollen. Ja, ja, die lieben Kleinen, das liebe Geld. Man muss es immer wieder sagen, Geld allein macht. Hätten Sie gedacht, dass er hier
Roger Moore alias Bond, James Bond, trotz schöner Frauen, Ruhm und Reichtum, ziemlich unglückliche Momente in seinem Leben hatte. Wie, Sie wollen mehr wissen? Also dann, bis gleich. Jetzt neu mit Zink. Aronal stärkt das Zahnfleisch. L-Max schützt die Zähne. Zahnärzte empfehlen, morgens Aronal, abends L-Max. Der medizinische Doppelschutz für Zahnfleisch und Zähne. Ich fürchte echt, dass wir einen Sadisten suchen. Die neue Staffel Criminal Minds in Doppelfolgen. Heute ab 20.15 Uhr in Sat 1. Bei Rückenschmerzen hilft die Tiefenwärme von Thermacare statt Schmerztabletten. Die patentierten Wärmezellen entwickeln gleichbleibende Wärme und entspannen die verkrampften Muskeln, die den Schmerz verursachen. Wohltun den ganzen Tag hindurch. Thermacare wärmt den Schmerz weg. Auch bei Verspannungen in Schulter und Nacken helfen die speziellen Thermacare Wärmeauflagen. Thermacare wärmt den Schmerz weg. Zalando, verlasse diesen Körper. Nein! Ich schwöre ab, den unzähligen Machen und Trennen. Zalando hat das, was ich will. So schnell surfen Sie im besten Netz mobil mit LTE, nur bei der Telekom. In meinem Lieblingskaramellladen war ich zum ersten Mal mit 5. Wo ich nur hinsah, Karamell. Und eins, das funkelte wie Gold. Da habe ich mich als etwas ganz Besonderes gefühlt. Und jedes Werthers erinnert mich daran. Werthers Original, weil du etwas ganz Besonderes bist. Überall konnten die Schulen hinkommen und haben dann zum ersten Mal gesehen, was ist eigentlich Theater, die Kinder. Ne? Es kamen Kinder dann zu uns, die sagten, das war aber eine schöne Sendung. Ist Weihnachten schon vorbei? Daher konnte ich nicht ganz so schnell unterwegs sein, wie ich wollte. Aber hat sich gut geschlagen. In 3 Tagen spuren die Fans rund 600 Kilometer in den schönsten Regionen der Emilia-Romagna ab. Dabei geht es über winzige Landstraßen und mitten durch historische Altstädte. Ich liebe einfach das Land, die Leute, das Klima, das Essen und irgendwie die Eleganz und den Spaß, den man dabei hat. Man muss es, glaube ich, nicht so ernst nehmen. Wie bei einer richtigen Rallye haben die Fahrer Karten und ein Bordbuch. Und natürlich gibt es Streckenbossen, die auf das Einhalten der vorgesehenen Route achten und das Bordbuch abstempeln. Tolle Organisation. Die Truppe macht einen wirklich guten Job. Wir lieben es. Die Kavalkadefahrer wollen natürlich auch wissen, wo kommen die kostbaren Autos eigentlich her? Wo und wie werden sie gebaut? 1947 gründete Maranello, der einstige Rennfahrer, Enzo Ferrari seine eigene Automarke und beginnt mit dem Bau reinrassiger Rennwagen. Am zweiten Tag der Rallye statten die Teilnehmer dem Ferrari-Werk einen Besuch ab. Hier also entstehen die Autos. Das Geschäft mit Straßensportwagen floriert. Keine Luft, keine aktive Geologie. Alles, was auf der Mondoberfläche ist, bleibt da auch. Was von den Apollo-Missionen zurückgelassen wurde, wird makellos sein. Alles, was von einer Zivilisation übrig geblieben ist, in der es einst von motorisierten Fahrzeugen nur so wimmelte, sind diese bewegungslosen Relikte. Die Zukunft ohne Menschen. Völlig still. Was ist Freiheit? Und wie weit müssen wir gehen, um sie zu verteidigen? Robert Heinlein sagte uns in seinem Roman Starship Troopers, eine Zukunft voller militärischer Konflikte voraus, gezwungen uns, über unsere zukünftige Gesellschaft und den Preis der Freiheit nachzudenken. Seine Ideen sind umstritten, aber sie haben die Weltraumforschung entscheidend geprägt. Die Science-Fiction-Propheten heute auf N24. Air Berlin präsentiert Ihnen das Wetter und die schönsten Ziele weltweit.
Hallo zum Wetter. Fast schon winterlich war es heute auf der Zugspitze. Leider zeigt unsere Webcam hier nur Nebel. Deshalb gehen wir etwas tiefer zum Tegernsee. Auch hier hingen die Regenwolken heute fest, aber zumindest war der See zu sehen. Zu erkennen sind Wolkenfetzen, die sich an den Berghängen festgebissen haben, aber nicht mehr lange. Besser war es dann doch auf Sylt, denn hier hat der frische Wind die Wolkendecke aufgerissen und der Sonne Platz gemacht. Das Schöne am Satellitenfilm sind die Wolken, die im Osten abziehen und diese riesige Wolkenlücke, die danach über Deutschland liegt, freigeben. Die Wolken über der Nordsee werden nur die Küstenregion treffen. Der Vormittag sieht sehr schön aus. Trocken, lockere Wolken und reichlich Sonne. Nur entlang der Nordseeküste, da tauchen bereits in der Nacht Regenwolken auf, die sich weiter nach Osten schieben. Am Nachmittag bleibt es im größten Teil Deutschlands bei heiterem Wetter mit viel Sonne. Die Regenwolken erfassen auch die Ostseeküste und dazu gibt es an beiden Küsten heftigen Wind und stürmische Böen. Die Temperaturen dazu ganz passabel. Bis zu 20 Grad zwischen Lausitz und Schwarzwald, von Rügen bis Nordrhein-Westfalen reicht es höchstens für 17 Grad. Am Sonnabend im Süden freundlich und trocken, im Norden Schauer. Der Sonntag bringt mehr Sonne und höhere Temperaturen. In der neuen Woche wird es wieder etwas wechselhafter. Mehr Details vom Wetter.com stehen auch bei uns auf n24.de/wetter. Wir können uns also auf das kommende Wochenende freuen, so wie von mir. Tschüss! Das Wetter präsentierte Ihnen Air Berlin, your airline. Ein scheibenförmiges Objekt. Wie durch eine andere Intelligenz gesteuert, schwebt es hinweg. Eine riesige Unvorsichtung. Viele solcher Vorfälle entpuppen sich als Falschmeldungen, doch andere bleiben auch Jahrzehnte später rätselhaft. Augenzeugen packen aus. Ich dachte, das kann man doch keinem erzählen. Das glaubt niemand. Die geheimen UFO-Akten heute auf N24. Die Sommerpause ist vorbei. Der Genuss ist zurück. Rocher. Kurt, die Kiste ist wieder da. Oh ja. Und er hat alles dabei, was der Familie Spaß macht. Für jeden das Richtige. Perfekt für einen Tag voller Action. Kurt, die wiederbefüllbare Coca-Cola Mehrwegkiste. Coca-Cola, mach dir Freude auf. Ach übrigens, Marc und ich haben uns eine neue Küche geleistet. Wir kochen doch so gerne. Wir haben uns ein Cabrio gekauft. Bei den vielen Touren. Und wir haben uns ein neues Bett gekauft. Einfach und günstig Wünsche erfüllen. Postbank Privatkredit. Der Testsieger. Unterm Strich zähle ich. Und ich. Bei der Postbank. Für alle, die eine gute Geschäftsidee haben, gewinnen Sie 50.000 Euro Startkapital. Mit Enable to Start, der Gründerinitiative von Financial Times Deutschland, Unternehmertum und vielen weiteren namhaften Partnern. Stellen Sie uns Ihre Idee vor. Die besten 5 Konzepte gewinnen je 50.000 Euro. Jetzt bewerben unter enabletostart.de. Sie denken, Komfort könnte noch komfortabler sein. Sie denken, Raum könnte noch geräumiger sein. Sie denken, Sie haben schon alles gesehen. Denken Sie neu. Der neue Hyundai i30 Kombi. Nur angemeldet sind Minijobs im Haushalt eine himmlische Hilfe. Denn nur dann sind sie offiziell unfallversichert. Und nur angemeldet sind sie legal. Bei minimalen Aufwendungen und maximalen Vorteilen. Den Minijob besser anmelden. Einfach online unter minijob-zentrale.de. Also ich mag die Mütze Solar, weil es für mich der klügste Sonnenstrom ist. Ja, endlich ist Sonnenstromspeichern möglich. Mit IBC Solstore können Sie Sonnenstrom 24 Stunden nutzen. Werden auch Sie unabhängig von steigenden Strompreisen. IBC Sonnenstrom mit System. Hallo Herr Ballack. Bitte hier, hier und hier. Ab in den Urlaub. Zum Beispiel in Mallorca. Ab 489 Euro. Wir schicken Deutschland in den Urlaub. Thank you.
Ich habe einen Weg gefunden, in der Zeit zurückzureisen. So kann man eine Zahnersatzversicherung abschließen, bevor man sie braucht. Und wie das? Mit der Zeitmaschine. Dr. Schleifstein, bitte. Aber die Idee ist gut. Warum machen wir nicht einfach eine Zahnersatzversicherung, die man noch abschließen kann, wenn es eigentlich schon zu spät ist? Wir machen es einfach. Zahnersatz sofort. Jetzt gebührenfrei informieren unter 0800 999 4500 oder erbedirekt.de. Und übrigens, auch ohne Zahnzusatzversicherung können Sie eine Menge Geld sparen mit unserem Zahnkostenoptimierer. Und das geht ganz einfach. Sie schicken uns Ihren Heilkostenplan und wir ermitteln das günstigste Angebot. Versprochen. Ich liebe Weichspülerfrische. Ich liebe es einfach sauber. Aber dafür zwei Produkte? Nicht mit uns. Genau, das neue Spiel 2 in 1. Mhm. Sauberkeit trifft Weichspülerduft. So liegt jetzt extra Frische in der Luft. Echt frisch. Ja. Richtig sauber. Und ist dabei echt günstig. Spiel 2 in 1. Die schlaue Art zu waschen. We got it. Genieße den Moment. Heute ein König. König Pilsner. Um was bewegen zu können, musst du die Welt sehen und die Welt verstehen und dich auf die Welt einlassen. Jemand, der das liebt, was er macht, muss sich gar nicht dazu zwingen, dass er es macht. Und wenn man nicht diese liebevolle Hingabe an seine Arbeit hat, dann glaube ich, wird es auch nicht gut. Also ich freue mich auf die Zukunft. Das Entscheidende im Fokus. Jetzt am Kiosk. Was ist das für ein Ziel? Und wie weit müssen wir gehen, um sie zu verteidigen? Robert Heinlein sagte uns in seinem Roman Starship Troopers eine Zukunft voller militärischer Konflikte voraus. Gezwungen uns, über unsere zukünftige Gesellschaft und den Preis der Freiheit nachzudenken. Seine Ideen sind umstritten, aber sie haben die Weltraumforschung entscheidend geprägt. Die Science-Fiction-Propheten heute auf N24. Es ist 20 Uhr. Willkommen, liebe Zuschauer, zu den Nachrichten hier bei N24. Die Übergriffe auf US-Vertretungen gehen weiter. Nach der Erstürmung der amerikanischen Botschaften in Libyen und Ägypten wurde heute auch im Jemen die Vertretung der USA angegriffen. Es gab zahlreiche Verletzte. Wie angespannt die Nerven bei den US-Behörden sind, zeigt auch ein Zwischenfall heute im US-Konsulat in Berlin. Steffen Schwarzkopf mit den Einzelheiten. Die jemenitische Hauptstadt Sanaa am Vormittag. Ein Mob versucht, die US-Botschaft zu stürmen. Die Angreifer schaffen es zwar nicht, ins Innere des Gebäudes vorzudringen, doch es gibt Tote, zahlreiche Verletzte. Fahnen werden verbrannt, Autos von Botschaftsangehörigen gehen in Flammen auf. Wenn die Amerikaner unseren Propheten beleidigen, werden wir sie aus unserem Land vertreiben, aus der ganzen arabischen Welt. Auch in Kairo kam es am Nachmittag wieder zu gewaltsamen Protesten gegen die USA. Hier war bereits in der Nacht zu gestern die US-Botschaft attackiert worden. In der libyschen Hafenstadt Benghazi hatten die Angreifer sogar den amerikanischen Botschafter getötet. Die US-Regierung vermutet die Terrororganisation Al-Qaida als Drahtzieher. Auffällig, nirgendwo griffen die lokalen Sicherheitskräfte ein. Ich rufe die betroffenen Länder dazu auf, den Schutz der ausländischen Vertretungen sicherzustellen und insbesondere auch den Schutz der amerikanischen Vertretungen jetzt in dieser schwierigen Phase zu gewähren. Auslöser der Gewalt war dieses offenbar aus den USA stammende Internetvideo. Darin wird, so scheint es, der Prophet Mohammed als sexsüchtiger Dummkopf verhüllt. Wie angespannt die Nerven in den US-Vertretungen sind, zeigt auch dieser Vorfall in Berlin. Großeinsatz im Konsulat, weil Mitarbeiter plötzlich Atemnot verspürten, Giftalarm, doch schließlich Entwarnung. Davon kann in vielen arabischen Ländern noch längst keine Rede sein. Auch im Irak und im Iran demonstrierten Tausende gegen die USA. Der Wirtschaftswissenschaftler Bert Rürup soll den festgefahrenen Tarifkonflikt zwischen der Lufthansa und ihren Flugbegleitern schlichten. Der ehemalige Wirtschaftsweise ist als Berater in Frankfurt tätig und wurde von der Lufthansa-Geschäftsführung vorgeschlagen. Der Streik der Flugbegleiter hat in den vergangenen Wochen über 1000 Flüge ausfallen lassen. Die Gewerkschaft UFO verlangt für Lufthansa bei längerer Laufzeit 3. Muslim? Anahan den Hand. Zur gemeinsamen Nachtwache vor dem Weißen Haus, eine bewusste Geste der Verbrüderung. Besorgt verfolgt man in Washington die Eskalation in der Region. Während der Präsident auf Wahlkampf in Colorado ist, distanziert sich seine Außenministerin vehement von dem in Kalifornien gedrehten antimuslimischen Hassvideo,
und versucht so, den Schaden zu begrenzen. Lassen Sie es mich ganz deutlich machen und ich hoffe, dies versteht sich von selbst. Die US-Regierung hat mit diesem Video absolut nichts zu tun. Zwei Kriegsschiffe, die Zerstörer Laboon und McFall, sowie eine Antiterroreinheit der Marines sollen in der Region für Ruhe sorgen. Auch Drohnen sollen über Libyen im Einsatz sein, um Extremisten aufzuspüren. Der Präsident muss Handlungsfähigkeit beweisen. Sein Herausforderer Romney wirft ihm vor, zu schwach zu sein, um die Sicherheit Amerikas in der Welt zu garantieren. Obama kontert, indem er Romney als außenpolitisch unerfahrenen Heißsporn darstellt. Governor Romney scheint zuerst zu schießen und dann zu zielen. Als Präsident sollte man das nicht tun. Plötzlich ist die Außenpolitik zum Top-Thema dieses Wahlkampfs geworden. Und genau hier liegt die Stärke Obamas. Bislang haben sich alle verbalen Attacken seines Herausforderers gegen Romney selbst gewandt. Doch sollte die Lage weiter eskalieren, könnte sich das schnell ändern. Jetzt ist Führungsstärke vom Präsidenten gefragt. Mehr zum Thema finden Sie auf tagesschau.de, unter anderem einen Hintergrundbericht zur Entstehung des umstrittenen Films und ein Interview zu der Frage, warum die Reaktionen so heftig ausfallen. Der internationale Syrienbeauftragte Brahimi ist in Damaskus eingetroffen. Er will mit Vertretern von Regierung und mit Regierungsgegnern über eine Lösung des Konfliktes und ein Ende der Gewalt sprechen. Es ist sein erster Besuch in Syrien seit seinem Amtsantritt Anfang September. Brahimi sagte bei seiner Ankunft, es gebe keinen Zweifel daran, dass das Blutvergießen gestoppt werden müsse. Allerdings warnte er angesichts der verhärteten Fronten in Syrien vor zu hohen Erwartungen an seinen Besuch. Der niederländische Ministerpräsident Rutte hat die vorgezogene Parlamentswahl gewonnen und will jetzt schnell eine neue Regierung bilden. Als wahrscheinlichste Variante gilt eine große Koalition seiner Rechtsliberalen mit den Sozialdemokraten, die fast genauso viele Stimmen bekamen. Der Rechtspopulist Wilders rutschte in der Wählergunst deutlich ab. Die Mehrheit der Niederländer entschied sich gegen Wilders eurokritischen Kurs und für die proeuropäische Politik der beiden großen Parteien. Mit einem so großen Sieg hatten die Rechtsliberalen nicht gerechnet. Ein Viertel mehr Stimmen als beim letzten Mal. Wahlsieger Marco Rutte, der den Eurokurs von Angela Merkel unterstützt, wird auch die kommende Regierung mit größter Wahrscheinlichkeit anführen. Jetzt kommt es darauf an, dass wir so schnell wie möglich ein stabiles Kabinett bekommen, sagte er. Ob ihm das gelingt, hängt von seinem sozialdemokratischen Herausforderer ab. Diederik Samsom war selbst den Niederländern bis vor kurzem unbekannt. Der smarte 41-jährige ehemalige Greenpeace-Aktivist schrieb zwar kein spektakuläres Programm, er punktete aber als glänzender Wahlkampfredner. Hier stehen wir jetzt mit 39 Sitzen. Als zweitstärkste Kraft können die Sozialdemokraten mit Marco Rüttes Rechtsliberalen in eine große Koalition eintreten. Sie wollen die Krisenlasten gerechter verteilen. Gut möglich, dass sie einen dritten Partner beteiligen, Christdemokraten oder Linksliberale, um nötige Reformen etwa auf dem maroden Immobilienmarkt auch im Senat durchzubringen. Eine deutliche Abfuhr erteilten die Wähler dem Rechtspopulisten Geert Wilders. Statt Islam setzte er diesmal auf das Feindbild Europa. Das schreckte die große Mehrheit ab. Wir haben einen Schritt rückwärts gemacht, sagt er. Nächstes Mal machen wir drei Schritte vorwärts. Die Niederländer sind zur politischen Mitte zurückgekehrt. Beruhigend für die Deutschen, die neue Politik aus Den Haag wird nicht von Rechtspopulisten oder Antieuropäern mitbestimmt. Die große Mehrheit der Niederländer unterstützt den eingeschlagenen Kurs bei der Euro-Rettung, allerdings unter der Voraussetzung, dass die Krisenlasten von allen Schichten der Gesellschaft mitgetragen werden. Bundespräsident Gauck hat die Gesetze zum Euro-Rettungsschirm ESM und zum Fiskalpakt unterzeichnet. Gauck hatte die gestrige Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes abgewartet. Bevor der Vertrag allerdings ratifiziert werden kann, müssen noch die Auflagen des Gerichtes eingearbeitet werden. Die Karlsruher Richter verlangen, dass die deutsche Haftungsgrenze von 190 Milliarden Euro nicht ohne Zustimmung des Bundestages erhöht werden darf. Die Pannen bei den Ermittlungen zur Neonazi-Mordserie haben weitere personelle Konsequenzen. In Sachsen-Anhalt trat Verfassungsschutzpräsident Limburg zurück. Hintergrund sind Versäumnisse seiner Behörde im Zusammenhang mit einer Akte des militärischen Abschirmdienstes MAD über den späteren Terroristen Mundlos. Der Untersuchungsausschuss des Bundestages behält sich vor, wegen dieser Akte Verteidigungsminister de Maizière als Zeugen vorzuladen. Die Abgeordneten übten heute scharfe Kritik am Verhalten der Behörden und machten weitere Versäumnisse bekannt.
Wieder war der Ärger groß im NSU-Untersuchungsausschuss. Wieder mussten die Abgeordneten feststellen, dass Akten zurückgehalten wurden. Dieses Mal vom Land Berlin. Es geht um einen Hinweis aus dem Jahre 2002, möglicherweise auf den damaligen Aufenthaltsort des Terrortrios. Noch liegt die Berliner Akte dem Ausschuss nicht vor, doch sie ist brisant. Im Laufe des Tages erfuhren die Abgeordneten Einzelheiten über den damaligen Hinweisgeber. Und zwar, dass mutmaßlich einer der vom Generalbundesanwalt im Zuge des anstehenden Prozesses Beschuldigten vorgehalten wird, dass er über einen mehrjährigen Zeitraum V-Mann des Landes Berlin gewesen ist. Offenbar handelt es sich um einen Informanten der Berliner Polizei, der aus der rechtsextremen Szene berichtete. Der Generalbundesanwalt bestätigte der ARD, dass einer der 13 derzeit im NSU-Verfahren Beschuldigten in der Tat zwischen 2001 und 2005 gegenüber der Polizei eines Bundeslandes Angaben zur NSU-Terrorzelle gemacht hatte, insgesamt 5-mal. Der Berliner Innensenator versprach am Nachmittag im Berliner Abgeordnetenhaus volle Aufklärung. Dieser Vorgang so ernst wie er ist und weil er so ernst ist, der muss intensiv aufgeklärt werden und die Arbeiten laufen derzeit mit Hochdruck, sowohl bei der Polizei als auch bei mir im Haus. Der NSU-Ausschuss wird sich nach Vorlage der Akte mit der Frage beschäftigen, ob die Berliner Polizei damals die Informationen nach Thüringen weitergeleitet hat. Möglicherweise wäre dann das Terrortrio viel früher gestoppt worden. Der Streit über die Rentenpolitik hat heute die Haushaltsberatungen des Bundestages geprägt. Arbeitsministerin von der Leyen nutzte die Debatte über ihren Etat, um ein weiteres Mal die Vorteile einer Zuschussrente für Geringverdiener herauszustreichen, ihr umstrittenes Konzept im Kampf gegen die Altersarmut. Aber ebenso wie Teile der Koalition hält auch die Opposition den Vorschlag der Ministerin nicht für das geeignete Mittel. Entspannte Stimmung zwischen Kanzlerin und dem Außenminister vor der heutigen Parlamentsdebatte. Die Arbeitsministerin hingegen schaut ernst. So viel Zuneigung wird ihr zurzeit im Kabinett nicht zuteil. Ihr Konzept zur Zuschussrente hat in der Koalition nicht viele Freunde, denn auch Ursula von der Leyen wirbt unverdrossen für ihre Idee. Wenn jemand jahrzehntelang fleißig gearbeitet hat, wenn er oder sie zusätzlich privat vorgesorgt hat und auch noch Kinder erzogen hat, dann muss am Ende des Tages eine eigene Rente erreichbar sein. Die SPD zeigt sich für das Werben der Arbeitsministerin unempfänglich. Sie schürt nur Panik. Sie suggerieren den Deutschen, und zwar geschickt, dass es vor einer Welle von Rentenkürzungen steht, das deutsche Volk. Und wissen Sie was? Das ist nicht wahr. Die Mehrzahl der Deutschen lebe im Alter nämlich nicht nur von der gesetzlichen Rente. Für die Linkspartei ist der Kampf gegen Altersarmut vor allem ein Kampf für bessere Einkommen im Erwerbsleben. Jeder fünfte Arbeitnehmer in Deutschland bekommt nur einen Niedriglohn und damit ist auch Altersarmut vorprogrammiert. Wir als Linke sagen, so kann das nicht weitergehen. Und die FDP, auch sie, bleibt bei ihrer Ablehnung der Zuschussrente. In diesem Haushaltsentwurf ist für 2013 kein Geld für die Zuschussrente vorgesehen. Und das ist aus meiner Sicht auch ganz richtig. Weder Freund noch politischer Gegner können also den Plänen Ursula von der Leyen etwas abgewinnen. Sie steht mit ihrem Konzept allein. Im Honorarstreit mit den Krankenkassen gehen die Ärzte kurz vor der nächsten Verhandlungsrunde auf Konfrontationskurs. Laut einer Umfrage der Ärzteverbände unter ihren Mitgliedern gibt es eine deutliche Mehrheit für Streiks. Die Ärzte wollen bereits in der kommenden Woche zeitweise ihre Praxen schließen, falls die Kassen auch in den Verhandlungen am Samstag eine deutliche Honorarerhöhung verweigern. Bis zu 12 Stunden arbeitet Carsten Schimke als Arzt in Berlin täglich. Obwohl die Belastung in den vergangenen Jahren zugenommen hat und mehr Patienten behandelt, ist sein Einkommen gesunken. Schon deshalb unterstützt Carsten Schimke die Protestaktionen der Ärzteverbände. Er sieht sich von den gesetzlichen Kassen diffamiert. Es wird in der Öffentlichkeit behauptet, dass Ärzte zwischen 120.000 bis 160.000 Euro verdienen im Jahr. Ich würde es ungern meine Steuererklärung zeigen, aber für mich sehr weit entfernt. Trotz voller Praxis ist es nicht so, dass wir keine Patienten mehr hätten. Die Kassen wollen bis jetzt 270 Millionen Euro zusätzlich zahlen. Etwa 3,5 Milliarden verlangen die Ärzte als Ausgleich für gestiegene Arbeitskosten. Die Allianz Deutscher Ärzteverbände präsentiert nun das Ergebnis einer Umfrage unter ihren Mitgliedern. Danach sei eine Mehrheit für Proteste bis hin zu Streiks. Die Verbände deuten das Ergebnis als Erfolg und als Rückenwind vor der nächsten Verhandlungsrunde am Samstag.
Wenn kein Ergebnis zustande kommt, wird es zu massiven Protestmaßnahmen kommen. Das werden wir am Montag beschließen und dazu gehören auch Praxisschlüsse. Die Kassen hingegen deuten die Umfrage anders und zweifeln an der Streikbereitschaft der Ärzte. Da sind überhaupt nur 2/3 der Ärzte und Therapeuten gefragt worden. Nur die Hälfte davon hat sich beteiligt. Insgesamt hat lediglich der 4. Arzt für einen Streik gestimmt. Das heißt, das Ergebnis wird von den Ärzten schöngeredet. Die Kassen signalisieren bisher wenig Entgegenkommen im Honorarstreit. Nach ihrer Ansicht haben die Ärzteschaft in den vergangenen Jahren immer mehr Geld bekommen. Sie müsste es eben nur gerechter unter sich verteilen. Der Rentenexperte Rürup soll den festgefahrenen Tarifkonflikt zwischen der Lufthansa und der Flugbegleitergewerkschaft UFO schlichten. Laut Schlichtungsvereinbarung wollen beide Seiten bis Ende Oktober zu einem Ergebnis kommen. Knackpunkte in den Verhandlungen dürften die geplante Gründung einer Billigfluglinie sein, sowie die Schaffung einer neuen Tarifstruktur für die Flugbegleiter im Gesamtkonzern. Heute Abend sind wieder hunderte Gäste in das ARD-Hauptstadtstudio in Berlin geladen. Da stell dich ein aus Politik, Medien, Kultur und Wirtschaft findet zum 9. Mal statt. In der Wilhelmstraße ist angekündigt für intensiven Meinungsaustausch wie auch für gepflegte Unterhaltungen. Zugesagt haben Spitzenpolitiker aus Opposition und Regierungsparteien, auch Bundeskanzlerin Merkel willkommen. Nun die Wettervorhersage für morgen Freitag, den 14. September. Der Norden Deutschlands hat morgen mit Ausläufern eines Sturmtiefs über dem Nordmeer zu tun. Die übrigen Landesteile profitieren von einem Keil des Hochs über dem Ostatlantik. In der Nacht klingen die letzten Schauer über den Westen und an den Alpen ab, dann klart es verbreitet auf. Am Tag kommen im Norden dichte Wolken auf, die hier und da Regen bringen. Sonst viel Sonne, sobald sich der Nebel gelichtet hat. Im Norden frischer bis starker Wind mit stürmischen Böen, an der Nordsee und im Oberharz schwere Sturmböen, in der Mitte mäßiger Wind, im Süden weht er meist schwach. In der Nacht 14 Grad auf Sylt und bis 1 Grad in Süddeutschland. Am Tag 15 Grad im Norden und 22 Grad am Oberrhein. Am Samstag teils dichte Wolken mit etwas Regen, teilweise ist es aber auch freundlich. Am Sonntag scheint verbreitet die Sonne, sobald sich der Frühnebel gelichtet hat. Im Norden ist es zeitweise wolkig. Am Montag im Norden und Westen teilweise dichtere Wolken und Schauer, sonst erst Nebel, dann Sonne. Um 22.15 Uhr meldet sich Karin Mioska. Ihre Tagesthemen: Angriffe auf US-Botschaften, wie groß ist die Wut der Muslime? Und von Kriegern und Druiden, Einblicke in die rätselhafte Welt der Kelten. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Hier ist die Show über ein wahres Wunderwerk. Wie wir wurden, was wir sind, was den Menschen ausmacht und was alles in uns steckt. Sehen Sie sich mit anderen Augen und spielen Sie mit beim fantastischen Quiz des Menschen. Wir starten mit der großen Frage über den kleinen Unterschied. Was macht Mann und Frau denn so verschieden? Hier sind unsere Kandidaten. Stefanie Hertel. Sie spielt heute mit Guido Kanz. Herzlich willkommen. Die nächste Paarung, unsere beste Hammerwerferin Betty Heidler. Heute beim Synchronraten mit Johannes B. Kerner. Schön, dass Sie da sind. Und die Oberärztin aus In aller Freundschaft, Andrea Katrin Löwig. Mit ihrer neuen Sprechstundenhilfe, Marc Bator. Auch Ihnen herzlich willkommen. Und wer sie ist, meine Damen und Herren, das kann er am besten erklären. Guten Abend. Hier ist Ihr Gastgeber, Dr. Eckhard von Hirschhausen. Hallo und ganz herzlich willkommen auf Sie zu Hause beim fantastischen Quiz des Menschen. Was tut man nicht alles, um sich einmal in das andere Geschlecht hineinzuversetzen? Ich glaube, ich würde mich daran nie gewöhnen. Guido, wärst du lieber Mann oder Frau geworden? Ich wäre lieber Mann geworden, bin ja als Frau, aber jetzt auch ganz Mann. Hab ja eigentlich diese Morgen hat er gut gefallen.
euch, er ist irre, oder? Das ist Computertechnik, da wurde nicht operiert an unseren Gästen natürlich. Johannes, wie hast du dir als Frau gefallen? Das Original ist deutlich attraktiver, wir haben uns hier auf die klassische Frau gefallen. Und Stefanie, hast du mal in Gedanken gesagt, einfach mal als Mann? Ja, es gibt schon so Momente, wo man denkt, jetzt möchte man doch irgendwann Mann sein. In was für einem Moment? Also ich habe immer das Gefühl, ihr verpasst nichts. Naja, es gibt so Situationen, keine Ahnung, wo man dann wirklich glaubt, jetzt sind wir aber echt im Nachteil, wir Frauen. Jetzt wäre ich doch gerne mein Mann und vor allem würde ich gerne mal horchen, was so auf der Männertoilette alles gequatscht wird. Ich kenne so viele Männer, die können nicht alleine aufs Klo gehen. Am Stehpult. Gruppe noch eine, die sich stimmlich in dieser Woche extrem beweisen muss. Mira, komm mal hier rüber. Ja, Maya! Ich hätte mir persönlich gewünscht, dass ich wieder mit dem Junge wenigstens noch zusammen performen kann, weil so ein Junge gibt noch so ein wenig das gewisse Etwas irgendwie. Also ich wäre tot unzufrieden, wenn ich in dieser Gruppe gelandet wäre. Und ich glaube, ich spreche da echt für die Joanna und für die Janina. Wer würde denn gerne Usher singen? Was gibt's für tolle Songs von Usher? Scream, das Neue? Ja. Dann nehmen wir doch mal Scream! Aber wer darf das singen? Das Pendel bewegt sich. Oh, das Pendel geht hier. Ja. Im Recall bin ich durch Asche weitergekommen und jetzt wird mich Asche auch durch den Workshop bringen. Freut euch, aber wisst auch, Asche ist hohe Kunst. Das kriegt man nicht mal einfach so. Dann haben wir einen Song von einer Wahnsinnskünstlerin aus Dänemark. Medina hat einen hammerneuen Song. Forever heißt dieser Song. Die Frage ist auch in diesem Fall wieder, wo geht das Pendel? Ja, das ist eine riesen Herausforderung der Song, weil sie spricht ja wieder über Liebe und alles, aber es ist doch das Boom, 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 Nstnstnst dahinter. Ich glaube, da kannst du sehr viel falsch machen. Last but not least haben wir einen Song, der heißt Shine On. So, sagt mir der Song jetzt nichts erstmal. Ich denke aber, vielleicht wenn ich ihn höre, dann kann ich mich daran erinnern, aber sagt mir jetzt erstmal nichts. Ein Party-Lied, den kennt wirklich jede Sau. Kann jeder mitsingen, zumindest der Refrain. Ich muss jetzt mal erstmal reinhören, den Text angucken und vielleicht kenne ich ihn ja gerade noch. Er macht voll Spaß, voll gute Laune. Und wir drei geilen Peoples performen den 1A. Also kann nichts schief gehen. Geübt werden darf natürlich trotzdem. Die Rio-Gruppe hat eine große Herausforderung, weil du kannst mit dem Song gesanglich grundsätzlich jetzt erstmal nicht so punkten. Du musst mit Partystimmung und mit Selbstbewusstsein in diesen Song überzeugen. Bitte schön, Alex macht Party vorne, du bist der Part. Während Alex die Show-Performance trainiert, tanzt Österreicher Fabian in Gedanken auf dem Wiener Opernball. Dennis, was ist denn für ein Tritt? Was machst du denn für einen Schritt da, Fabi? Oh, ich krieg Kritik. Planet Krypton, ich bin nicht da. Kritik vorbei? Hi. Ich bin nicht kritikunfähig, aber ich kann schon tanzen. Ja, ja, den Ententanz zum Beispiel oder den Burger Dance. Und außerdem sind es doch die anderen, die die ganze Zeit falsche Schritte machen. Fabian ist einfach ein ursympathischer, tanzender Weihnachtsbaum. Nein, das Becken zeigt da lang. Nee, guck mal, wo dein Becken lang zeigt, wo meins lang zeigt. Wo zeigt dein Bullermann hin? Wo zeigt meiner hin? Alter Schwede. Der hat 5 Stöcke im Arsch. Ja, das Problem ist, der ist ja auch 5 Meter groß, ne? Ich will mir meinen Linken überstellen. Wo hast denn du die Standardtänze so? Wo hast denn du die gelernt?
Wie heißen die? Buche, Lärche, Eife, Fichte, Tannenbaum oder? Nee, weiß ich nicht. In der Holzhackerschule? Eigentlich war ich noch nie auf der Holzhackerschule. Eigentlich war ich schon mal in der Tanzschule. Das heißt drum, ich tanze schon gern eigentlich, aber heute hat es irgendwie nicht ganz funktioniert. Siehst du das? Siehst du das, Fabian? Also Alex und Züdi machen das gut. Ja, wenn da der Gesang noch stimmt, sind bei euch ganz gut. Aber Fabian ist natürlich, muss man ehrlicherweise zugeben, eure Eintrittskarte in den Survival-Song. Was wir jetzt haben, passt auf jeden Fall. Wir haben nur eine kleine, aus Spaß habe ich gesagt, es riecht nach Survival-Song, also Sollbruchstelle, das ist Fabian, weil Fabian irgendwie mit seinen Füßen nicht klarkommt. Die Füße wollen nicht das, was der Kopf ihnen befiehlt. Und das ist noch so ein kleines Problem. Ich tanze mit dem bisschen, die Füße bluten und er wird schon klappen. Noch nehmen Sie es mit Humor. Aber wenn Sie Ihre Performance bis zur Entscheidungsshow nicht in den Griff bekommen, dann droht das aus für einen oder gar die ganze Band. Doch nicht nur die Schritte, auch der Text muss sitzen. Jetzt haben wir halt Druck. Der Detlef hat gemeint, wir müssen in den 20 Minuten jetzt komplett können. Und für mich ist es eigentlich unvorstellbar, weil ich habe sowieso Probleme schon mit dem Text. Ich muss jetzt gucken, dass ich das halbwegs hinkriege. Auf Alex kommt schon bald ein viel größeres Problem zu. Ein Problem, das ihn den Einzug ins Finale kosten könnte. Noch ahnt er nichts davon. Denn am nächsten Morgen sorgt erst einmal ein anderer für Trouble. Aus dem Ascher-Trio ist vorübergehend ein Duo geworden. Das riecht nach Ärger und Mundwasser. Der Cem hat heute ein bisschen verschlafen. Da war ich schon auf der Suche nach ihm, hab ihn dann in seinem Bett aufgefunden. Hab ihn dann gleich mal ein bisschen... Steh mal auf, ne? Zwei, drei ganz wichtige Aufgaben. Du bist Dance-Captain die Woche. Du hast die Verantwortung, dass die beiden Jungs hier morgen reinkommen und das können. Ja? Vor allem der Kanalgeist. Na, das hat ja gut funktioniert. Und was hat Cem zu seiner Verteidigung zu gurgeln? Doch, das hat mein Text gedacht, erstmal mit Weg ins Bett. Aber mir dauert ein bisschen mein Text reinweg, wenn ich eben ein bisschen später aufgestanden bin. Hätte Mira ihn nicht wecken können? Jetzt ist Steffi sauer. Die Steffi. Die ist so die verbissene Emanuel, die weiterkommen, weiterkommen und so. Die hat gar keinen Spaß am Leben, glaube ich, manchmal. Der Cem, der ist ja so, oh, kommst heute nicht, kommst morgen. Womit wir alle Zutaten zusammen hätten für Streit, Anschluss, Survival-Song. Aber trotzdem das Lächeln nicht vergessen. Es ist schon blöd, wenn man extra selbst für aufsteht, um irgendwie an dem besagten Termin rechtzeitig da zu sein. Und dann der andere irgendwie dann doch länger schläft. Ich bin jetzt spät gekommen, das darf nicht passieren, weil da die Band, ganze Band leidet. Wenn es ja dann um die Sache geht, um unseren Traum hier, dann darf sowas eigentlich nicht passieren. Kein Wort, nur ein Blick von Steffi reicht und Cem weiß Bescheid. So eine kleine Diva brauche ich. Steffi ist echt eine krasse Frau. Die Steffi ist halt sehr präsent, weil sie hat eine Hammerstimme, sie hat eine Hammer-Ausstrahlung und da müssen wir nochmal 50% drauflegen, damit wir da nicht untergehen. Das ist die eine Herausforderung. Die nächste wartet schon. Für die Kandidaten geht es an einen echten Hotspot auf Ibiza. Das Workshop-Thema der Woche lautet Performen vor Publikum. Und das will gelernt sein. Ich habe mir dafür, glaube ich, einen ganz tollen Ort ausgesucht. Das ist das berühmteste Hippie-Market hier auf Ibiza Las Dalias. Ich war selber schon öfters da und habe gesehen, wie schnell die Menschen Begeisterung für etwas empfinden können. Wiederum aber auch, wie schnell diese Begeisterung weggeht. Auf Lucys Gruppe wartet eine Mutprobe. Also ich finde es eine super Vorbereitung auf die Entscheidungsshow, dass wir jetzt mal mit einem Jurymitglied in die Stadt fahren und einfach aller Straßenmusiker irgendwie versuchen, die Leute zu animieren. Hier ist jeder daran gewöhnt, dass irgendeiner kommt, hier einen Flip-Flap macht und alle applaudieren. Deswegen werdet ihr, glaube ich, eine sehr gute Chance haben, hier was zu machen. Es sammeln sich auch schon Leute. Du kannst euch ankündigen. Hi, everyone.
Also wir werden jetzt was Kleines für euch vorsingen. We're going to sing something for you and we have a little performance. Wir tanzen auch dazu. Enjoy it and have fun. Vorschussapplaus. Zu vorschnell? Für die Box auf die Seite. Ja, mach das schnell. Die Technik versagt. Die Kandidaten auch. Das Publikum will bei Laune gehalten werden, sonst ist es weg. Genau, jetzt wird gleich hier was abgehen. Ja, am Anfang ging die Box nicht und da war ich ein bisschen so, boah, was soll ich jetzt machen? Und da waren wir, glaube ich, erst ein bisschen verwirrt. Da sind erstmal Leute stehen geblieben, weil wir gesagt haben, jetzt gibt's was. Ein paar sind dann auch wieder weggegangen. Vielleicht sind wir soweit. 5 Minuten? Wie wär's mit sofort? Habe ich mir aber gedacht, ja, du darfst jetzt dir nichts anmerken lassen. Interessiert keiner. Die Leute sind jetzt da. Mit Musik oder ohne Musik. Fang sofort an. Ihr müsst improvisieren. Man wird keine Musik haben. Und dann haben wir losgelegt und die Leute waren halt auch voll geflasht und die haben so mitgemacht, haben mitgesungen und getanzt und das fanden sie, denke ich mal, sehr, sehr gut. Ich fand die einfach nur mega cool, ja. Wer traut sich schon mal sowas? Das ist mir gut gelungen, das haben sie wirklich nicht. Eine offene Haltung auch gegenüber des Publikums auch. Und waren überhaupt nicht verschlossen, haben sich auch wirklich was getraut, waren mutig. Das war unfassbar, wirklich unfassbar, wie sie den gesamten Song ohne Musik und zwar sogar noch richtig mit Harmonie und Choreografie durchgezogen haben. Das war für mich schon eine Überwindung, weil das macht man auch nicht jeden Tag, dass man da einfach ausflippt und da waren echt schon einige Menschen, aber ich habe, glaube ich, diese Überwindung gut gemeistert. Alles andere hätte uns bei Steffi auch gewundert. Und es wird direkt weiter gejammt. Es war dann echt spontan. Erst die Gitarre, Bass und dann kam die andere dazu. Wow, super links. Nach ihrem überzeugenden Spontanständchen hat eine einheimische Band die künftigen Popstars zu sich auf die Bühne geholt. Irgendwie mal hat mir sehr geholfen, zu zeigen, dass ich entertainen kann. Und es war mir sehr wichtig, weil als Popstar muss man einfach entertainen können. Das hat jetzt Lucy gesehen, das habe ich gesehen und ja, alle sind glücklich. Das war einfach mega geil. Ein paar Sonnenstrahlen weiter südwestlich ist Dee mit seiner Gruppe unterwegs. Auch Suleya, Fabian und Alex sollen sich jetzt in aller Öffentlichkeit entblößen. Die Klamotten dürfen sie aber anbehalten. Ich will jetzt einfach mal sehen, wie ist das, was ihr bis jetzt mit mir erarbeitet habt, wie kommt es bei den Leuten an? Das heißt, ich gehe jetzt dahin, setze mich in Ruhe hin, werde mir wahrscheinlich einen Kaffee bestellen und chille. Und ihr, die richtigen Straßenmusiker, könnt arbeiten. Boah, nee. Das ist so überhaupt eigentlich gar nicht mein Ding. Einfach so auf fremde Leute direkt hingehen und auf einmal so zu singen. Und da muss die schon über meinen eigenen Schatten springen. Denn wer Popstar werden will, sollte höchstens davor Angst haben, dass kein Publikum da ist. Am Anfang hat es nicht so gut geklappt, also da hat man mir schon angemerkt, dass es mir ziemlich unangenehm war, auch dadurch, dass ich mein Text ziemlich unsicher war. Habe ich sogar dann auch schon umgedreht und gefragt, wie der Text heißt, also das war eigentlich Horror für mich, also das war echt voll, habe ich mich richtig unwohl gefühlt. Oder Alex uns so ein bisschen reingeritten hat und gesagt hat, so, ja, hier, wie ist der Text und so. Da wollte ich eigentlich mich verdünnisieren und habe gedacht, wo ist das Loch, wo ich verschwinden kann? Aber sofort. Also so wirklich ein neues Gesicht von Alex, das zu sehen, dass er wirklich neben der Spur steht. Das war natürlich schon auch für uns in der Gruppe, so Lea und mich, deswegen da gestanden, hey Alex, was ist los mit dir?
Das kann natürlich schon ein Zeichen sein, für das, dass die Nerven schon für den letzten Entscheidung schon bleiben. Shiner! 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 Ich denke einfach zu viel über andere Leute nach, was sie von mir denken. Und das hindert mich quasi. Und das ist die Angst, dass ich dann auch meinen Text vergesse. Nur über dieses Denken, weil ich die Leute dann analysieren will und gucken so, okay, mag der mich jetzt oder mag der mich nicht? Und das hindert mich eigentlich dran. Alex, wie ich ihn kennengelernt habe, war ein selbstsicherer, performance-sicherer, toller Sänger. Alex jetzt ist ein schüchternes Häufchen Elend, das nicht mal zwei Zeilen hintereinander singen kann. Alex muss seine Angst in den Griff bekommen, denn auch die Entscheidungsshow findet diesmal vor Publikum statt. Wenn Alex durchfällt, reitet er seine Band mit rein. Es sieht nicht gut aus. Du hast ein Riesenpotenzial. Und bis jetzt bei den Entscheidungen und bei uns, die wir dich kennen als Jury, bist du... Das, was wir jetzt haben... Gustav fand ich am attraktivsten. Die Sprecherin hat so einen weiten Ausschnitt. Mir war schon wirklich bestimmt. Ja, sie hat halt einen sehr tiefen Ausschnitt. Diese Reaktion, so Forscher, ist evolutionär bedingt. Männer seien quasi programmiert auf die Erhaltung der Spezies Mensch, sprich auf Fortpflanzung. Warum interessierten sich denn die Männer jetzt plötzlich mehr für die Frau und weniger für die Nachrichten? Weil sie ein paar Merkmale enthält, auf die Männer mehr oder weniger automatisch anspringen. Also dieses Verhältnis von Taillenumfang zu Hüftumfang ist was, das kann man gar nicht verhindern, es wahrzunehmen als Mann. Fazit: Bei den Männern wäre zu überlegen, ob attraktive Sprecherinnen die Nachrichten künftig nicht doch besser im Sitzen moderieren sollten. Guten Tag, meine Damen und Herren. Stadt fördert Umweltprojekte. Die Stadt Düsseldorf wird auch in diesem Jahr. Es ist erniedrigend für uns Männer, aber das ist die Wahrheit. Den schönsten Satz vom Psychologen finde ich, Männer können gar nicht anders. Das scheint unsere evolutionäre Last zu sein, dass uns Fortpflanzung einfach mehr interessiert als die Fortbildung, dass uns ein Hüft-Taillen-Verhältnis immer wichtiger erscheint als der Dow-Jones-Index oder um es noch knackiger zu sagen, Sex sticht DAX. Das ist Evolution, wir können nichts dafür, aber wer hat es richtig gewusst? Team 1, Guido Kanz und Stefanie Hertel und Marc Bartor. Und Andrea Katrin auch genau richtig. Und wir schauen auf den Punktestand, damit alle Teams Sicht auf ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen. In der nächsten Runde gibt es dann schon 30 Punkte. Eben ging es um die leichte Ablenkbarkeit der Männer. Und da wird ja oft schnell gesagt, ach, die Männer haben ihr Hirn in der Hose. Und zumindest das kann ich anatomisch nicht bestätigen. Hier ist unsere nächste Kategorie. Es geht um unser Zentralorgan. Dein Gehirn, das unbekannte Wesen. Beispiel Gedächtnis. Wieso kann ich Geheimzahlen und Passwörter nicht behalten, dafür aber Refrains von Schlager, die ich gar nicht behalten will? Hirnforscher antworten da gern, Fakten, die mit Emotionen verbunden sind, bleiben besser im Gedächtnis haften. Ein Tipp. Eine längere Zahl ist leichter merkbar, wenn ich sie in kleinere Abschnitte unterteile, etwa in ein mit positiven Gefühlen verbundenes Datum. Besonders das Kurzzeitgedächtnis lässt zu wünschen übrig. Nur rund 7 Dinge kann es in kurzem Zeitraum abspeichern. Anders gesagt, unsere Augen sehen zwar alles, was sich vor ihnen befindet, aber unser Gehirn kann sich das nicht alles merken. Beispielgefällig Meryl Braveheart Gibson auf dem Weg in den Kampf. Fällt ihnen irgendein Fehler auf? Irgendwelche Fehler sehen, die gleiche Szene nochmal. Hier hat er eine Axt in der Hand. Im nächsten Moment nichts. Einige Sekunden später ein Schwert. Dann wieder eine Axt. Und schließlich wieder ein Schwert. Die Augen haben es gesehen, das Gehirn aber hat es nicht gespeichert. Zu viel Information. Überdies geht unser Gehirn davon aus, dass die plötzliche Verwandlung der Axt unmöglich ist. Es ignoriert ganz einfach Dinge, die unlogisch sind.
Das Gehirn ist immer noch ein Rätsel, aber immerhin können wir ihm heutzutage mittels bildgebender Geräte beim Denken zuschauen. Und Sie dürfen mir jetzt tatsächlich beim Denken live zuschauen, und zwar durch diese seltsame Apparatur. Das ist ein Ein-Punkt-EEG. Sie kennen vielleicht das EKG, die Herzstromkurve, und das gleiche gibt es auch das Elektroenzephalogramm, das EEG für das Gehirn. In der Klinik macht man das natürlich aufwendiger mit vielen Elektroden, um ein genaues Bild zu bekommen. Aber hier haben wir eine einzelne Elektrode, die meine Hirnaktivität jetzt live hier auf die Wand überträgt. Und dass das tatsächlich verbunden ist miteinander, sehen Sie, wenn ich einmal ein Störsignal mache durch die Muskulatur. Haben Sie gesehen? Sofort gibt es extra Zacken. Natürlich ist das dafür da, dass man sich am Computer zu Hause lernt zu entspannen. Und das Erste, was man bei der Entspannung tun sollte, ist versuchen, alles drumherum auszublenden, also einen ruhigen Ort suchen, einen bequemen Ort. Dann die Augen zu und gucken Sie mal, ob mir das auch hier in dieser etwas künstlichen Situation gelingt. Die Meditationsnadel ist im Moment ganz unten und ich gucke mal, ob ich mich hier ansatzweise entspannen kann. Ich versuche meine Stirnmuskulatur gezielt loszulassen und einfach nur auf meinen Atem zu achten, der kommt, geht. Wenn man das übt, dann sollte man nicht im Fernsehstudio damit anfangen. Aber Betty, was mich wirklich interessiert, bei mir ging es ein bisschen nach oben, ich habe es ja nicht sehen können. Ja, es ging sowohl nach unten als auch nach oben. Ja, beides war im roten Bereich. Wenn du ins Stadion kommst, da sind 1000 Leute und noch mehr Millionen gucken zu, als bei uns jetzt. Woran denkst du dann? Was siehst du? Worauf konzentrierst du dich? Also ja, in dem Moment, wo ich ins Stadion gehe, genieße ich das, weil das eine Atmosphäre, die halt einzigartig ist. Wichtig ist, dass wenn ich in den Ring reingehe und versuche eben meinen Wurf abzuliefern, dass ich da mich auf mich konzentriere und eben alles drumherum ausblende. Du hast uns was mitgebracht, die Medaille. Ja. Als du vorhin ins Studio kamst, habe ich das zum ersten Mal in echt gesehen. Das ist die Bronzemedaille. Darf ich sie einmal in die Hand nehmen? Wow, das ist aber richtig schwer. Oh, das ist ein Applaus für die Eidler. Bronze. Wahnsinn. Was ging dir denn durch den Kopf, als da mit der Messung bei deinem Wurf plötzlich hin und her gerechnet wurde? Chaos. Also wirklich von Unglaublichkeit zu staunen, zu dann natürlich der Freude, dass doch alles geklappt hat, war alles dabei. In sehr kurzen Zeitraum. Darf ich denn, nachdem meine Gedanken hier schon in ihrer Konzentration deutlich wurden, dich einmal zu einem kleinen Experiment einladen? Und zwar ist das das gleiche EEG, aber eben statt einer Kurve bewegen sich die Ohren. Als Zeichen dafür, ob man konzentriert ist oder fahrig in den Gedanken. Okay. Und das Ganze kommt aus Japan, das ist eine spielerische Umsetzung. Ich muss einmal die Elektrode hier am Ohr befestigen und vorne an die Stirn. So, guck mal, ob das wackelt. Ist die vorne halbwegs fest dran? Ja. So, dann darf ich das einmal einstellen. So, oh, es bewegt. Es geht schon los. Ja, das wollte ich nur mal haben. Auf den Kopf. Denk jetzt nochmal an den Moment. Und das ist wirklich nicht ferngesteuert. Du steuerst die Aktivität von dem Ding durch deine Gedanken. Ja. Darf ich mal meine Assistenten reinbitten? Wir haben für euch alle diese Geräte. Kann, dann tu mal. Wir wollen euch jetzt denken sehen und damit ihr euch konzentriert auf eine Aufgabe,
beschäftigt euch mal mit dieser kleinen Knobelaufgabe. Man kann diese beiden Metallstücke tatsächlich auseinanderkriegen. Und wir schauen mal, was eure Ohren dabei machen, wenn ihr euch auf eine einfache Knobelaufgabe konzentriert. Hast du schon auseinander? Wow! Ein echtes Brain. Jo, ich kann Nachrichten vorlesen, aber nicht sowas, ja? Aber so intensiv, wie man an dem Gerät siehst, wie du denkst, da habe ich ja Angst, dass du gleich abhebst. So ein bisschen wie der fliegende Elefant. Ich weiß nicht, ob ich die nächsten Tage noch so denken kann. Ich weiß nicht, warum, ich muss die ganze Zeit an Hans-Dietrich Genscher gerade denken. Ich weiß gar nicht, warum, Guido. Aber was ist der Hintergrund? Dass die Leute sich auf unsere Kosten hier lustig machen.